Servus, hier ist wieder euer Stefan und heute haben wir eine neue Folge von Bugworld, diesmal den Lebensstab betreffend, genauer gesagt die Fähigkeit, jetzt muss ich kurz nachgucken, gesegneter Boden. Und dieser gesegnete Boden ist ja eh schon recht stark, aber man kann ihn einfach nochmal verstärken. Ich zeige euch das mal. Erstmal brauchen wir ein bisschen Schaden, weil wenn ich keinen Schaden gekriegt habe, kann ich mich auch nicht heilen. Nehmen gerne ein paar mehr Gegner. So, dann lassen wir sie doch mal alle auf uns einprügeln. Dass wir hier ordentlich was an Schaden bekommen. Dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Genau, lassen wir sie mal ein bisschen rumhauen hier. Noch ein bisschen. Ich denke, dass wir so knapp über der Hälfte sind. Dann sieht man das ganz gut vielleicht. So, jetzt machen wir mal unseren Heilkreis und sehen, er heilt uns. Aber die Gegner machen uns mehr Schaden. Wenn wir uns jetzt allerdings ganz schnell dücken im Heilkreis, seht ihr das? Heilen wir uns mega, mega schnell nach oben. Und sind damit quasi unkillbar, weil wir uns einfach durch dieses Ducken... Warte, ich zeige euch das jetzt nochmal. Wirklich unglaublich oft und schnell heilen. Das ist quasi eine Shotgun-Heilung. Weil das andere, also quasi das Gegenteil von dem sonstigen Shotgun immer. Jetzt muss ich da tatsächlich aufpassen hier. So. Bleibt ihr mal da. Genau. So, also ich nehme jetzt den Lebensstab. Und stelle mich rein. Ihr seht, ich heile mich so ein bisschen. Wenn ich mich jetzt aber die ganze Zeit bücke, heile ich mich einfach viel schneller. Eine Shotgun-Heilung. Wie kann denn sowas passieren? Wie kann man denn sowas in das Spiel reinpatchen? Meiner Meinung nach sollte sofort jeder Krieg irgendwie pausiert werden. Alles, was mit PvP zu tun hat. Also, eigentlich, also... Hä? Jetzt haben wir mal irgendwie ein gegnerisches Team, das das einsetzt. Oder auch ein verteidigendes Team. Du bist ja absolut chancenlos. Krass, 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 krass. Amazon macht was und zwar möglichst schnell. Gut, von mir war es das wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen von Bugworld und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.